Moin Leute, Tesla hatte letzte Woche ein Event und dort haben sie ein neues, absolut wahnsinniges Hypercar, kann man schon fast sagen, vorstellen, weil es ist einfach schneller als jedes andere Auto, was wir bisher kennen. Zumindest in der Beschleunigung von 0 auf 100 ist diese Maschine absolut wahnsinnig. Fangen wir aber einmal kurz von vorne an. Und zwar hatte Tesla letztendlich letzte Woche ein Event, wo sie einen neuen Truck vorgestellt haben. Das war lange bekannt, dass Tesla daran arbeitet. Die Zahlen von dem Wagen sind schon ziemlich eindruckend. Also ich meine, ich werde wahrscheinlich nie in diesem Wagen sitzen. Ich kenne mich mit Trucks auch nicht aus. Die Zahlen, die da aber vorgestellt worden sind, sprechen aber schon für sich. Und zwar dieser Truck schafft es von 0 auf 60 Meilen pro Stunde, also etwa 100 km/h in 5 Sekunden. So, jetzt denkt man sich, okay, das ist für einen Sportwagen nicht viel. Ja, aber wir reden von einem Truck. Also müsst euch vorstellen, so ein Riesenteil schafft es ohne Ladung in 5 Sekunden von 0 auf 100. Und der Punkt ist, mit Ladung schafft dieser Wagen es in 20 Sekunden, wo irgendwie ein anderer Truck, weiß ich nicht, eine Minute oder sowas braucht. Es gibt noch ein paar andere Besonderheiten. Man sitzt in dem Truck in der Mitte. Auch eine Sache, die spannend ist, dass Tesla das umsetzt, weil ich meine, müsste man mal fragen, aber ich glaube, die meisten Truckfahrer fahren immer alleine und zu 99,9% wird der Truck ja alleine genutzt. Also warum nicht mal sowas machen? Viele andere spannende Sachen sind da an Bord. Das wurde eigentlich von Tesla vorgestellt. Und dann kam Elon Musk, kam dann letztendlich mit noch einer Sache auf die Bühne. Und das war der Roadster 2.0. Der erste Roadster, den Tesla vorgestellt hatte damals, das war quasi deren, ja, auch deren erstes Auto. Was ich gehört habe, der soll unfassbar viel Spaß letztendlich bringen. Aber es wurden halt insgesamt nicht viele verkauft. Und der Wagen war quasi eine Lotus Elise mit Elektromotoren. Also die haben das Fahrgestell genommen, die Karosserie und halt ein bisschen verändert und Elektromotoren reingesetzt. Und dann hatten sie ihren Tesla Roadster. Danach kam das Model S, wie ihr alle wisst, und der Wagen hat natürlich auch schon von der Performance ordentlich reingehauen. Aber jetzt kommt die neue Entwicklung vom Roadster 2.0. Tesla hatte letztendlich auch nach dem Event Leute eingeladen, sich in den Roadster zu setzen. Hallo, how you doing? Good, how are you? Beautiful. Pretty, I'll take this. Filming. 2, 1. Oh my god! Oh my god! Man sieht so ein bisschen das Cockpit, aber viel erkennt man auch noch nicht. Man sieht, dass das Lenkrad gar nicht rund ist, sondern halt so ein bisschen Batman-like ist. Vorne ist viel Carbon verbaut, was spannend ist, aber es sieht insgesamt noch nicht so richtig fertig aus. Was man aber sehen kann, ist die Beschleunigung und die ist wirklich crazy. Also der sieht schon relativ fertig aus. Es fehlen Außenspiegel tatsächlich. Das heißt, da muss noch was gemacht werden. Wenn man sich die Konzeptautos von anderen Herstellern letztendlich über die Jahre anguckt, die haben alle keine Außenspiegel, weil alle immer davon träumen, dass da Kameras draußen sind und man dann Bildschirme links und rechts hat und das darüber funktioniert. Es wurde aber anscheinend nie von irgendwelchen Behörden letztendlich freigegeben. Und so sieht man dann immer Serienmodelle mit normalen Spiegeln. Das ist ein Roadster, das heißt, das Dach kann man noch entfernen. Und Elon Musk hat auch gesagt, dass der Wagen Rücksitze tatsächlich hat. Also es ist ein Viersitzer. Ich schätze mal ähnlich wie in einem 911er, dass man quasi hinten Notsitze hat und nicht wirklich Rücksitze. Ordentlich Kofferraum soll er haben. Das Dach wird definitiv nicht elektrisch aufgehen. Also das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Das heißt, es wird man wie im alten Targa-Dach, wie beim Carrera GT oder 918 Spy, da rausnehmen müssen und dann verstauen müssen. Aber es ist ein Roadster, was ziemlich cool wiederum ist. Und noch eine Änderung letztendlich. Der Wagen hat 3 Motoren. Während der P100D von Model S oder auch Model X 2 Motoren hat, also einen an der Vorderachse und einen an der Hinterachse, hat der Roadster 3 Motoren. Einen an der Vorderachse und 2 an der Hinterachse. Und noch eine Änderung, der hat keine 100 Kilowattstunde. Der hat keine 100 Kilowattstunden Batterie, wie der P100D, was jetzt momentan das Topmodell ist, sondern eine 200 Kilowattstunden Batterie drin. Was die doppelte Leistung ist, und dieser Wagen wird wahrscheinlich der erste Elektrowagen sein, wenn bis dahin nicht irgendwie ein anderer Wagen rauskommt, der bis zu 1000 Kilometer bei Autobahngeschwindigkeit erreichen kann, also 1000 Kilometer fahren kann, was auch sehr beeindruckend ist. Aber natürlich, der hat irgendwie
die doppelte Kapazität vom Model S. Das Design von dem Wagen finde ich persönlich spannend. Ich finde, es ist Tesla-typisch. Es ist jetzt kein Design, wo ich sage, wie zum Beispiel beim Lamborghini, so, oh, mega krass und das sieht jetzt richtig schnell aus. Es ist angelehnt an Ferrari, so ein bisschen McLaren-Elemente sind da drin. Aber es ist ein Tesla-eigenes Design. Ich finde immer, vorne ein Grill fehlt halt einfach, der bei Elektromotoren einfach nicht da sein muss, weil nicht so viel gekühlt werden muss. Wobei es natürlich immer ein Problem ist, bei diesen Autos die Batterie kühl zu halten, gerade bei so einer Leistung letztendlich. Aber der Grill fehlt, deswegen sieht es auch nicht so bullig vorne aus. Aber es ist insgesamt ein spannendes Erscheinungsbild. Aber da sollte sich, denke ich, jeder seine eigene Meinung bilden. Das Wahnsinnige kommt aber letztendlich jetzt. Dieser Wagen hat eine Beschleunigung von 0 auf 100 ungefähr von 1,9 Sekunden. Das ist eine absolut wahnsinnige Zahl. Es schafft momentan kein Serienfahrzeug, nur in die Nähe davon zu kommen. Und eigentlich das schnellste Serienfahrzeug oder eins der schnellsten Serienfahrzeuge, was da in die Nähe kommt, ist ein Model S, ein P100D Model S, der schafft 2,4, 2,5 Sekunden. Ein anderes Auto, was mir einfällt, was diese 2,5 Sekunden schafft, ist der 918 Spider, was ein absolutes Hypercar ist. Für über eine Million kostet er mittlerweile, damals irgendwie 870.000, mittlerweile über eine Million und ist auch nicht mehr, wird nicht mehr gefertigt. Das heißt, momentan gibt es kein Auto, was nur ansatzweise in die Nähe kommt. Der Wagen, in dem ich gerade sitze, mein Lamborghini Huracan, schafft mit Launch Control 3,0 Sekunden. Das heißt, der ist über ein Drittel schneller. Und dann hat er letztendlich nicht nur diese 0 auf 100 Werte, die absolut wahnsinnig sind, sondern auch in Amerika ist das immer eine wichtige Zahl letztendlich für solche Autos, die Quarter Mile, also Drag Race. Wie schnell ist er da? Und da ist er der erste Serienwagen auch, der es unter 9 Sekunden letztendlich schafft. Höchstgeschwindigkeit hat Elon Musk mit 250 Meilen pro Stunde angegeben, das wären 400 km/h. Wahnsinnig, also wirklich krank. Ist die Frage, ob das wirklich am Ende offen ist und dass man wirklich 400 km/h fahren kann oder ob er letztendlich begrenzt ist. Das Drehmoment von den drei Motoren liegt bei kombiniert 10.000 Newtonmetern. Ich habe 560 Newtonmeter in dieser Karre. Da sieht man ziemlich alt aus mit diesem Wagen. Und das ist auch der Punkt, den Musk letztendlich gesagt hat. Das ist für die ein Statement, womit sie Benzinautos einmal einfach mal die Zukunft aufweisen wollen und sagen wollen so, ey Leute, hier kommt was Neues. Benzin ist einfach out. Das ist so sein Statement, was er mit diesem Wagen setzen will. Natürlich wird er daran auch verdienen, denn dieser Wagen kostet wahrscheinlich $200.000. Europreise noch nicht bekannt. Man kann sich den Wagen reservieren, da muss man aber 43.000, weil lustigerweise habe ich meinem Kontakt bei Tesla geschrieben, spaßeshalber, er soll mir mal einen reservieren. Da wusste ich aber noch nicht, dass man letztendlich 43.000 Euro anzahlen muss jetzt für ein Auto, was in 2 Jahren frühestens kommt, also 2020 soll dieser Wagen kommen. Und dann sind einfach noch ganz viele Sachen einfach, die man nicht weiß. Also hat der zum Beispiel Autopilot? Ich gehe davon aus, dass der Autopilot hat. Wie sieht der letztendlich im Innenraum aus? Wie ist der Kofferraum? Wird der 400 km/h fahren können? Wie viele Kilometer kann er fahren, wenn man zum Beispiel 300 fährt und solche Sachen? Man weiß relativ wenig und ich gehe auch mal davon aus, dass wenn man sich den heute bestellt, dass man den bestimmt nicht 2020 bekommt, weil so viele andere Reservierungen vorliegen werden. Es gibt eine Starter oder Founder Edition oder irgendwie so nennen sie das letztendlich. Da kann man $250.000 auf den Tisch legen und kriegt dann einer der ersten 1000 Fahrzeuge, die vielleicht nochmal einen Tick anders sind. Vielleicht haben die nochmal mehr Power. Weil Elon Musk hat auch gesagt, dass diese Zahl mit 1,9 Sekunden ist das Base Model. Das heißt, da wird wahrscheinlich nochmal eine krassere Version kommen. Also so wie es vom P100D gibt es auch nur den 100D oder den P100. Vielleicht wird es da nochmal ein PP100. Nee, PP wäre wieder was anderes. PP Performance. Vielleicht machen die auch noch was damit. Die müssen sich auch langsam mal umorientieren und ein bisschen Elektro machen. Aber das ist sehr, sehr eindrucksvoll. Und auch der Preis ist natürlich eindrucksvoll. Aber man muss dazu sagen, 1,9 Sekunden. Ich meine, ich habe dasselbe für diesen Wagen ausgegeben. Und ich schaffe 3 Sekunden.
die wirklich spannende Frage, die mich halt interessiert und warum ich letztendlich auch mir jetzt nicht gesagt habe, dass ich dieses Auto reserviere, zumal ich das auch einfach absurd finde, 43.000 Euro anzuzahlen für ein Auto, was man in 3 Jahren einfach bekommt, ist, wie tracktauglich wird dieses Auto sein? Da zählen verschiedene Faktoren rein. Wie viele Kilometer wird er auf einer Rennstrecke aushalten, wenn ich ständig irgendwie Gas gebe, bremse? Der hat sehr massive Bremsen, wenn ihr euch das mal auf den Bildern anguckt. Da scheint Tesla auf jeden Fall was gemacht zu haben. Aber das heißt auch im Umkehrschluss natürlich, wenn man hart in die Eisen immer geht, dann hast du weniger Rückgewinnung von Energie und verlierst natürlich mehr Strom. Du kannst halt nicht so viel Strom zurückgewinnen, wie als wenn du auf der Straße unterwegs bist. Dann habe ich gesehen, dass die Reifen haben Center Lock. Das heißt, dass die nur mit einem Dreh geöffnet werden können, nicht wie bei den meisten Wagen, wo 5 Schrauben gelockert werden müssen. Ist eigentlich auch eine Sache, die aus dem Rennsport eher bekannt ist. Zum Beispiel die Porsche GTS-Modelle haben immer Center Lock, bei den 911er zumindest. Insgesamt, wie sieht es mit Downforce aus? Kurvenlage, die Reifen sehen relativ breit aus. Ich kann leider nicht genau sagen, wie breit die sind. Das sind halt alles Sachen, wo wir nicht wissen, ist er wirklich letztendlich rennstreckentauglich. Oder ist es einfach ein Auto, was Roadster-mäßig mal ein bisschen bei Sonne rausgeholt werden kann und dann, dass man da ein bisschen Gas gibt. Aber das wäre für mich ein Faktor, der an der Stelle wichtig ist. Eine andere Sache natürlich, es gibt Elektrofahrzeuge, die für die Rennstrecke gebaut werden. Zum Beispiel der Rimac Project One. Da ist es aber zum Beispiel auch so, der hat eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 2,8 Sekunden. Also der ist auch noch sehr weit weg von dem Tesla Roadster. Das nur nochmal an der Stelle gesagt. Ich bin gespannt. Sobald mehr Informationen rauskommen, dann werde ich euch hier in meinem Livestream oder so nochmal informieren. Ich wollte einfach mal so ein Video machen, wo ich euch ein bisschen informiere über diesen neuen Wagen. Vielleicht mache ich das auch nochmal mit mehr Wagen, wenn die gerade rauskommen. Und ich bin gespannt auf eure Meinung, was ihr zu dem Wagen sagt und wie ihr dieses Video findet, ob ich mehr sowas machen will. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf diesen Wagen. Sobald mehr Informationen rauskommen, gucke ich mir das auch nochmal genauer an. Vielleicht ist das was für mich. Ihr wisst, ich will einen Elektrowagen haben oder zumindest einen Hybridwagen haben. Ich finde das super spannend. Vielleicht passiert auch demnächst irgendwas. Das werden wir sehen. Genau. Also, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst ein Like da. Subscribe gerne und dann sehen wir uns. Bis dann. Ciao.